meine lieben YouTuber, ja, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja, meine Lieben, ich bin heute zurück mit einem neuen Video und ihr habt vielleicht schon eine Ahnung, um was es sich heute dreht, denn ich habe mein Midgards-Shirt an und das heißt für euch, es geht heute wieder um ein mega cooles Midgards-Messer. Wie das heißt, was es damit auf sich hat, werdet ihr natürlich gleich erfahren und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's! Wie ihr nun wisst, dreht sich heute alles um ein neues Messerschätzchen aus dem Hause Midgards. Für die Leute, die Midgards noch gar nicht kennen, schaut da einfach mal auf die Homepage drauf. Die werde ich hier jetzt auch nochmal einblenden. Und ihr könnt natürlich auch auf den Link unten in der Infobox klicken. Da habe ich die Homepage auch nochmal reingepackt und natürlich auch den Link zu dem Messer. Und jetzt wollt ihr wissen, wie heißt das Messer und wie sieht es aus? Also, heute dreht sich alles um das Utgard Nano. Ja, und wie der Name vielleicht schon verrät, es ist sehr klein und hat es aber trotzdem in sich. Und ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, auf die Größe kommt es nicht an. Ja, und ich zeige euch jetzt erstmal, wie die Verpackung aussieht, wenn ihr euch das denn bestellen solltet. Tada! Das hier ist das kleine Schächtelchen. Hier drin verbirgt sich das Nano und ja, hier ist ein schöner Midgard-Sticker drauf und ich liebe dieses Logo, ne? Also ich finde das so schön und vor allem auch so an dem T-Shirt und überall steht so Midgards Family und ich finde, bei Midgards hat man immer so das Gefühl, dass man dazugehört zu einer so großen Gruppe. Die haben ja auch eine Facebook-Gruppe und so, kann ich unten auch nochmal in die Infobox packen. Und ja, dass alle so Midgards lieben und so dieses Design einfach total mögen. Und man weiß, wenn man Midgards Messer sieht, ist es Midgards und dieses Design ist unverkennbar. Und gerade das liebe ich. Ich mag es so, so sehr. Und ich öffne jetzt dieses Kartönchen und zeige euch das Utgard. Tada! Das hier ist das Utgard Nano. Schaut mal bitte, ist das nicht geil? Oh, ich liebe es so, ne? Als ich das erste Mal so in der Hand gehalten habe, habe ich ja gedacht, oh, ist das süß. Und ich weiß jetzt nicht, was ihr so denkt, ob ihr vielleicht auch so das Wort süß in den Mund nehmt, wenn ihr dieses Messer seht. Vielleicht auch, wenn ihr das erste Mal in der Hand habt. Aber ich kann das nicht anders sagen. Dennoch kommt es auf die Größe ja nicht an. Es kann sehr viel, ist super robust und kann ein ganz, ganz toller Alltagsbegleiter sein. Und damit ich euch nicht länger auf die Folter spanne, schauen wir uns natürlich jetzt an, wie lang das ist, wie viel das Messer wiegt und natürlich auch aus welchen Materialien das besteht. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Los geht's damit! Anfangen tun wir jetzt mit den Maßen. Das Messer hat eine Gesamtlänge von 12 cm, eine Klingenlänge von 5 cm und wir haben hier eine fette Klingenstärke von 4 mm. Das Gewicht des Messers beträgt ca. 84 Gramm. Das Maßband habe ich jetzt hier nochmal angelegt, damit ihr auch seht, dass die Maße 1:1 übereinstimmen mit den angegebenen Maßen auch auf der Seite von Midgards. Und ich möchte euch jetzt noch einmal die Klingenbreite messen und natürlich auch das Messer im zusammengeklappten Zustand. Die Klingenbreite hier beträgt ungefähr 2,6 cm. Und wenn das Messer geschlossen ist, haben wir hier ungefähr 7 cm. Und nun zu den Materialien. Also bei diesem Utgard Nano wurde ein D2-Stahl verwendet. Die Griffschalen bestehen aus G10 und dieser Gürtelclip besteht aus Titan.
Und nun möchte ich euch noch die wunderschönen Details des Messers näher zeigen. Also ihr seht hier eine ganz tolle Tanto-Klinge mit einem tollen Schliff. Und Tantos sind einfach super zum Schneiden. Also wenn ihr irgendwo was öffnen wollt oder so nach oben hinweg, ist das einfach klasse. Und das Messer kommt natürlich super scharf zu euch. Dann haben wir hier eine große Aussparung oberhalb der Klinge mit einer anschließenden Rille auf der anderen Seite auch, wie ihr seht. Und oberhalb haben wir dann noch ein Jimping. Das ist auch etwas gröber, aber absolut rutschfest. Und wenn der Daumen hier aufliegt, tut das überhaupt nicht weh und der rutscht null. Also ganz, ganz toll. Das fühlt sich auch gut an. Und ihr habt hier eine klasse Handlage. Also ihr seht hier auch schon meinen Ringfinger. Der liegt hier unten auf. Und die Finger greifen dann ja an die G10 Griffschalen. Und da könnt ihr super mit zupacken. Also das ist unglaublich. Und wenn ihr Dirki selbst kennt, der hat ja auch große Hände. Und wenn der das in der Hand hält, dann passt das auch perfekt und bei mir auch. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich da in die Klinge rutsche. Ich weiß, wir haben hier keinen großen Fingerschutz oder so, aber das Messer liegt fest. Und diese G10 Griffschalen, die zeige ich euch jetzt hier auch. Ich hoffe, die Kamera fängt das gut ein. Da habt ihr eine richtig tolle Riffelung drin. Die ist super strukturiert, beidseitig natürlich, dann auch zweifach geschraubt, wie ihr seht. Und die könnt ihr dann auch lösen. Die sind auch austauschbar. Da könnt ihr einfach mal auf der Seite von Midgards draufschauen oder auch in Zukunft. Vielleicht kommt da ja auch noch was, dass ihr die auswechseln könnt farbig, denn ich habe das beim Dirk im Video auch schon gesehen und da bin ich auch scharf drauf. Also ich finde das auch mega toll. Dann hätte man immer so ein paar Varianten, die man tauschen könnte. Und ja, dann ist hier ein Gürtelclip angebracht in Form von Thors Hammer. Wie geil ist das denn? Und das aus Titan. Ja, mega schön. Und was ich ganz toll finde, ist, dass das hier eine Linie hat, dass dieser Gürtelclip jetzt nicht irgendwie noch absteht. Seht ihr das? Also das ist wirklich plan. Das ist perfekt gemacht, meiner Meinung nach. Und dann ja hier auch noch mit dieser schönen CNC-Technik ganz, ganz toll verarbeitet. Das Schräubchen hier könnt ihr dann natürlich lösen, könntet den Gürtelclip jetzt vollständig demontieren, wenn ihr jetzt sagt, mag ich nicht so, aber ich finde den so toll. Gerade wenn ihr das Messer in der Hosentasche verstaut, dann guckt ja jeder auch nochmal so und dann habt ihr hier das Hämmerchen. Ja. So, das Messer ist ausgestattet mit einem Framelock. Und butterweich fährt sich hier die Klinge ein und das liegt daran, dass hier ein tolles Kugellager verbaut ist. Das Messer könnt ihr dann natürlich mit einer Hand öffnen. Und es macht Spaß. Es macht so, so viel Spaß, meine Lieben. Ich kann es nicht anders sagen. Und egal, wo ihr hier hinguckt, egal, welche Lücke ich euch hier zeige an dem Messer, egal, ob es die Platinen sind, die Fräsungen hier oder was weiß ich, 1A. Da gibt's nichts dran zu meckern. Das ist einfach Midgards. Midgards steht für hochwertige, erstklassige Messer. Und das findet sich auch hier wieder. Hier haben wir dann einmal noch das Midgards Logo drauf. Ansonsten ist das Messer clean, wie ihr seht. Und hier unterhalb findet sich sogar noch eine Fangriemöse wieder. Also alles in einem. Wir haben hier auch noch mal ein Jimping. Also es liegt super in der Hand. Es ist so griffig. Es ist so toll. Und ich liebe es einfach. Ich liebe es und ich bin ganz gespannt darauf, was ihr zu diesem wunderschönen Messer sagt. Und also ich finde es klasse, gerade dieser Framelock, guckt mal bitte, wie das ist. Also so toll, ihr könnt das so schön öffnen, das rastet perfekt ein. Ja, und nicht zu vergessen, eine fette 4 mm starke Klinge in so einem kleinen Schätzchen verbaut. Also mega. Das war's erstmal mit den ganzen Details.
Ihr wisst nun, wie groß bzw. wie klein dieses Knifey ist, wie schwer das ist und natürlich auch aus welchen Materialien das besteht. Und ich muss sagen, dass ich dieses Messer wirklich so ins Herz geschlossen habe. Seit ich das habe, muss ich das täglich öffnen. Das liegt bei mir auf dem Schreibtisch. Und ihr seht das ja auch. Das öffnet sich so butterweich, weil wir hier natürlich auch ein Kugellager verbaut haben. Und zu schließen, so 1A, es macht Spaß, Leute. Es macht so, so viel Spaß. Ich kann das gar nicht anders sagen. Und diese Griffschalen, die gibt es auch in anderen Farben. Also Dirki hat das Messer ja selber auch vorgestellt auf dem Kanal von Midgards. Und das Video werde ich euch unten auch nochmal in die Infobox packen. Schaut da auf jeden Fall mal drauf. Denn ich finde wirklich toll, was die sich da ausgedacht haben. Vor allem so diese Farben. Und da kann man ja so viel ausprobieren. Die Griffschalen wären dann natürlich hier auch schnell demontierbar. Die haben ja hier jeweils zwei Schrauben beidseitig. Habt ihr natürlich auch gesehen im Video. Und diesen Gürtelclip. Leute, mega. Thors Hammer. Wie geil ist das denn? Ihr wisst ja auch, ich liebe das Mittelalter, Mittelalterfeste und Thors Hammer ist natürlich so ein Symbol, was einen da auch ständig verfolgt. Daher, als ich das in der Hand hatte, ich wusste sofort, das ist Thors Hammer. Und dann noch aus Titan, wunderschön und ja, das macht einfach Spaß. Der Framelock, die Verarbeitung 1A, wie man es von Midgards kennt. Und für die Leute, die jetzt noch mehr sehen wollen, ich sag einfach, lehnt euch zurück. Ihr bekommt jetzt noch ein paar schöne Eindrücke und sage jetzt bis gleich. Ich hoffe, dass ihr die Eindrücke von diesem wunderschönen Utgard Nano genossen habt. Ich habe es wieder sehr geliebt, das Messer so aufzunehmen und oh, ich liebe es einfach. Ich bin da so voll in love, aber auch so unerwartet. Und ich finde das so schön, diese Arbeit hier, diese CNC-Arbeit bis ins kleinste Detail. Thors Hammer ist so schön, diese Klinge. Diese wunderschöne Tantu-Klinge und dann die Größe. Und was ich liebe ist, wie butterweich sich das schließen und öffnen lässt. Das ist einfach so toll. Ja, ich kann es nur noch 100-mal sagen, das ist einfach so und es macht Spaß. Dieses Knifey macht so viel Spaß. Und hier an dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, ich darf es jetzt schon wieder öffnen. Es ist natürlich ein Einhandmesser und das Design stammt von Janosch Jensen aus der Gruppe auch. Vielleicht kennen den einen oder anderen auch schon seinen Namen und ja, das hier natürlich auch nochmal an dieser Stelle. Und der Dirki hat es dann natürlich super umgesetzt, fertiggestellt und das ist ein ganz, ganz tolles Design, wie ich finde. Ja, und nun habe ich ein weiteres Messer in meiner Waffenkammer und ich lieb's, ich lieb's. Und wisst ihr, was ich noch liebe? Ich muss das jetzt zum Ende hin zeigen. Denn als ich das gesehen habe, und ich wusste das ja schon vom Dirki, ich musste so lachen. Denn, haltet euch mal fest, Midgards hat eine neue Werbung. Di 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 di.
Ja, Leute, könnt ihr euch denken, was das ist? Ja, ne? Denn wisst ihr, was da drauf steht? So ganz klein. Wenn du mal so scharf bist wie ein Midgardsmesser. Ist das nicht geil, Leute? Ja, da packt Midgards mir hier einfach ein Midgards-Kondom mit rein, ne? Ja, also wisst ihr Bescheid, wenn ihr mal so scharf seid wie ein Midgardsmesser. Und ich liebe es so, so dermaßen. Ich finde es einfach geil. Diese Idee ist so geil, der Slogan ist so geil und ich finde es Hammer. Und es passt so perfekt, ne? So ein kleines schicki Messer, was wir Mädels ja auch eigentlich überall verstecken können. Und dann auch noch das hier. Ja, ja. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dass euch natürlich mein Video gefallen hat, dass es euch Spaß gemacht hat, ich euch unterhalten habe. Wenn ihr jetzt natürlich noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir das alles unten in die Kommentare. Dann werde ich euch das natürlich beantworten. Dann quatschen wir darüber. Und ansonsten schaut einfach mal auf der Seite von Midgards drauf. Da findet ihr natürlich auch nochmal alle Infos im Überblick von dem Utgard Nano, den Preis und Co. Und nun würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch mein Video gefallen hat. Und ihr dürft natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das bisher noch nicht getan habt. Und wenn ihr dann anschließend dieses Mini-Mini-Glöckchen aktiviert, seht ihr natürlich sofort, wenn von mir ein neues Video online kommt und verpasst dann auch nichts mehr. Und ich wünsche euch jetzt noch einen super schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr natürlich dieses Video schaut. Wir sehen uns ganz bald wieder und mit was bleibt wie immer eine Überraschung. Also macht's gut, meine Lieben, und bis demnächst. Ciao!